langes Marschband. Über 200 Bundeswehrfahrzeuge im Konvoi zum Einsatzort in der Türkei. Ankunft der Kraftfahrer und des Führungspersonals in Iskenderun. Die Soldaten des Hauptkommandos der Operation Active Fence waren vorgestern in der Türkei gelandet. Heute werden sie ihre Fahrzeuge übernehmen. Der Transportoffizier im Hafen von Iskenderun weist die Soldaten in den weiteren Ablauf ein. Er ist die Schnittstelle zwischen der Hafenumschlagskompanie, die das Schiff entladen hat, und dem Einsatzkontingent. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Der erste große Konvoi, der heute nach Karamanmarasch verlegt, soll zügig den Hafen von Iskenderun verlassen. Der Transportoffizier steht in ständiger Verbindung mit dem Einsatzkontingent. Er gibt die neuesten Informationen zur Konvoiplanung an die angetretenen Soldaten. Dann übernimmt der Chef der Alpha-Staffel, er ist heute zudem der Führer des ersten Konvois, auch Marschband genannt. Wieder beim Kameraden Nürschel melden und wird sagen, mein Fahrzeug ist check, abfahrtbereit. Und dann kann er abhaken und er wird mir dann berichten, wann das gesamte Marschband abfahrtbereit ist. Noch eine Viertelstunde, dann sollen alle Fahrzeuge den Abstellraum verlassen und auf der Straße als Konvoi auffahren. Wenig Zeit für die Kraftfahrer, ihre Fahrzeuge nochmal in Augenschein zu nehmen. Dennoch, der technische Dienst ist wichtig. 2 Wochen auf See können sich auf die einzelnen Fahrzeuge unterschiedlich auswirken. Ein Kfz-Ausfall würde die Konvoiplanung des gesamten Kontingentes nachhaltig beeinträchtigen. Hier gilt also gründliches und zügiges Arbeiten. Die Fahrzeuge werden einzeln abgerufen und zu ihrem Platz im Marschband geschickt. Bei über 60 Fahrzeugen ist auch hierbei Übersicht und Koordination gefragt. Der Konvoiführer trifft parallel zum Auffahren die letzten Absprachen mit den türkischen Ansprechpartnern vor Ort. Sie müssen jetzt im Hintergrund die Marschsicherung vornehmen. Auf einigen hundert Metern steht das Marschband bereit. Gut eine Stunde nach der Ankunft im Hafen kann es dann für den ersten Konvoi losgehen. Vor den Soldaten liegt jetzt eine Strecke von 185 Kilometern. Bereits bei der Ausfahrt aus dem Hafengelände fällt die gut organisierte Absicherung des Marsches durch die türkischen Sicherheitskräfte auf. Jede Kreuzung, jeder Abbiegevorgang ist abgesperrt. Keine Verzögerungen für die deutschen NATO-Kameraden, lautet die Devise bei Polizei und Gendarmerie. Die Autobahn liegt nur wenige hundert Meter von der Hafenausfahrt entfernt. Während des gesamten Marsches wird eine Eskorte der türkischen Polizei am Anfang und am Ende die deutschen Soldaten begleiten. Vom ersten Fahrzeug aus führt der Chef der Alpha-Staffel das Marschband per Funk. Die Kommunikation ist während einer Verlegung äußerst wichtig. Fällt ein Fahrzeug aus, muss erst einmal die gesamte Kolonne halten. Der Konvoiführer muss sich ein Bild von der Lage machen, den Schaden feststellen, um dann die richtige Unterstützung für die Instandsetzung anzufordern. Dazu muss er natürlich die Informationen vom betroffenen Fahrzeug erhalten können. Die Vorbereitung in Iskenderun zahlt sich jetzt aus. Alle Fahrzeuge bleiben ohne Panne bis Karamanmarasch. In der Türkei gibt es eine Autobahnmaut. An den beiden Mautstationen auf der Strecke des Konvois rollt die Marschkolonne ohne Verzögerung durch. Auch hier haben die Absprachen im Vorfeld den Weg für eine zügige Verlegung geebnet. Bei Einbruch der Dunkelheit erreicht das Marschband die Großstadt Karamanmarasch. Die Marschsicherung steht, keine Probleme bis zur Einfahrt in den Stellungsbereich.
Ab hier übernimmt der Erkundungsoffizier der Alpha-Staffel die Einweisung der einzelnen Fahrzeuge. Bei Dunkelheit keine einfache Aufgabe, vor ihm liegt noch ein langer Abend.